Hallo Leute! Willkommen zurück zu Let's Play, der Legend of Zelda Breath of the Wild. Im letzten Bad haben wir einen doppelten Dungeon, sage ich jetzt mal, abgeschlossen, oder einen doppelten Schrein, besser gesagt. Zwei Schreine, die zusammen... Seit wann bist du hier? Hab ich dich hier schon mal gesehen? Die sehen die Leute, mit ihrem Einklang leben, warte, diese... Oh, hallo, so sieht man sich wieder, du hast... Hallo, Kangis, mein aller bester Freund. Hier, ich will dir voll das geile Sex-Nackt-Bild von mir zeigen. Okay, das habe ich dir schon mal gezeigt. Jetzt habe ich schon gemeint, ich kann dir hier voll das geile Porno-Bild zeigen. Aber dem war anscheinend leider nicht so ganz. So, wo bin ich denn jetzt überhaupt? Wo ist Angelstedt? Da unten. Würde man sagen, schauen wir uns... was brennt da? Was ist das da vorne? Wollen wir uns jetzt mal ein bisschen umschauen. Alter, ich sag's, so eine Knochenhitze hier. Also nicht nur im Spiel, sondern auch bei mir hier gerade. Eine Gerudo. Hi. Ach, das Wetter ist so schön warm. Nicht so heiß wie in der Wüste. Machst du Urlaub? Yo, Mann. Er klingt nett. Bin nur hergekommen, um am Strand zu liegen. Das dort ist die Insel Jotverde. Ja, ich weiß. Da willst du hin. Aber mit dem Boot ist sie nur schwer zu erreichen. Es wäre besser, sich für Lügel wachsen zu lassen. Ich weiß, dass ich da nochmal hin muss, Spiel. Spiel, ich weiß, dass ich da nochmal hin muss. Wollen wir das einfach nicht... Wollen wir das einfach gleich machen? Ich hab doch einfach einen Fick drauf. Komm. Die machen wir jetzt halt. Irgendwann muss ich sie machen. Eigentlich ja nicht, aber irgendwann muss ich es machen, was ich nicht machen muss, aber irgendwann will ich sie machen. Und eigentlich will ich sie nicht machen, aber... ihr wisst, was ich meine. Es ist halt dann wieder ein schöner Schritt in Richtung Herzcontainer. So. Da ist sie. Also gut. Ja. Mit unserer super mega riesigen Ausdauer sollten wir da auch komplett hinkommen. Das ist doch mal geil, oder? Hm? Jetzt können wir hier mal komplett ohne Probleme hinfliegen. Und dann müssen wir uns dort mal einer richtig krassen Prüfung stellen. Komplett in der Wildnis überleben. Ohne unsere Waffen, ohne unsere Rüstung, ohne allem. Das wird krass. Das wird richtig krass. Aber irgendwie... Einerseits habe ich keinen Bock auf den Scheiß, muss ich sagen. Aber irgendwie doch. Irgendwie freue ich mich schon so ein bisschen drauf. Aber das wird hart. Das wird richtig hart. Vor allem eben der Hinox. Da, schau dir das an, wie ich halt ohne Probleme hinkomme. Ohne Probleme, Mann. Jotverde. Na, ich bin doch perfekt gelandet. Hier, das ist für euch. Noch darf ich meine Waffen benutzen. Noch ist nichts getriggert. Ab jetzt ist es getriggert. Okay. Wer auf dieser Insel weilt, bekommt eine Prüfung zugeteilt. Deine Mutter stinkt nach Fisch. Und es gibt das alles gleich zu Tisch. Die Prüfung, Mann, sag ich dir, die ist voll krass. Und ich verlange deinen deutschen Pass. Ey, ich sag's dir, bist du richtig cool, dann bestehst du sie und bist nicht mehr schwul. Mir fällt langsam nichts mehr Richtiges ein und deswegen sag ich dir, hack dir ab dein Bein. Okay. Das wird jetzt... Ja. Hab ich Zugriff auf... Fickt euch...
Ich habe Zugriff auf gar nichts. Okay. Okay. Immerhin schon mein Reiseschwert. Ah, Röstbarsch, geil. So, wir nehmen alles mit. Hey! So, wir nehmen alles mit, was wir irgendwie finden können, weil wir auf dieser Insel definitiv auch kochen müssen. So, komm her. Geil. Alles mitnehmen, was wir nur irgendwie finden können. Halt. So. Denke mal schon, dass das irgendwie... Ey! Boah! Erschrick mich nicht so. So, und hier gibt's... Karte. Hier ist das erste. Zack, Mann! Wir wissen ja noch vom letzten Mal, wo wir hier waren, was wir hier zu tun haben. Ah, scheiße, das ist jetzt automatisch ausgerüstet. Ablegen. Ablegen. Aber Holz kann ich ausrüsten. So. So, alles mitnehmen, was wir finden. Alles. Sehr gut. Okay. Hey, Kühe-Modul. Komm mal her. Geil. Ja, das ist doch schon mal was hier. 5 Holzpfeile. Das ist doch schon mal geil. Können wir auf jeden Fall gebrauchen, wenn wir einen Bogen gefunden haben. Noch haben wir keinen, aber werden wir sicherlich bald bekommen. Ist der Kratzen hier? Hey! Noch eine Route. Alles mitnehmen. Okay. Müssen wir auch mal schauen, wo wir jetzt mal eine Kugel finden. Uah! Boah! Alter, bin ich jetzt erschrocken! Boah, bin ich jetzt erschrocken! Ich hab den jetzt null bemerkt. So. Okay, hier, Schwertbanane. Geil. Soll ich nicht zerbrechen, meine Bocklanze? Ja, ich muss jetzt aber das nächste Mal schmeißen. Sonst zerbricht sie. Ah, was haben wir denn da? Habe ich mittlerweile einen Bogen, okay. Halt's Maul. Voll hier Headshot. So, jetzt will ich hier den Pfeil wieder aufsammeln, weil... ist wichtig. Pfeile sollten wir alle... wenn möglich wieder aufsammeln. Weil wir nicht gerade viel zur Auswahl haben. Geil. Kann ich nicht unbedingt den Pfeil von dem? Ah, runtergefallen. Okay, ich hab meint, hier liegt noch was. Das ist ein Pilz. Okay. Yeah, komm her. Yeah. Ich muss aber noch, den muss ich noch kaputt machen. Weil sonst... Ah, Soldatenbogen, geil. Sonst macht der mir jetzt nur Probleme.
kurz. Ah, ich hab mal nicht an. Ey! Nicht drüber springen, Link. Reiseschwert zerbricht gleich. Tschüss! Oh, kann der mal down gehen? Meine Herren. Hier, tschüss. Okay. Sehr gut. Hier haben wir da eine Feuerstelle. Das ist ja auch schon mal was. So, hier gibt's doch sicherlich... jetzt habe ich den. Den wollte ich jetzt nicht. Ich markiere mir hier mal kurz meine Kugel. Hier damit. Weil hier muss es doch sicherlich irgendwo in der Nähe was geben. Wo ich die Kugel einsetzen kann. So. Und dem ist auch so. Haben die mich jetzt schon gesehen? Ja, haben sie. Da muss ich mal mit Bomben nachhelfen. Roms! Ich muss noch weiter nachhelfen, hä? Roms! Schön. Ich beschütze dich. So. Okay. Sehr gut. Geh weg. Igitt. Ich muss ein bisschen mehr mit... Ah, da oben. Ja. Wow. Geh weg. Hier, Ruder. Bombs, Mann. Oh Mann. Bruder zerbricht gleich. Tschüss. Aua. So. Okay. Einmal das. Ja, ein paar Sachen mal mitnehmen. So. Liegt da auch seine Waffe? Nein, nur das Zeug. Okay. Hätte es sein können, dass da auch seine Waffe liegt. So. Okay. So, das bedeutet, ich habe hier unten eine Kugel. Und wenn ich das richtig sehe, hier oben auch. Ja. Oh, ich habe hier gleich... Ah, okay. Kann ich das auch mit Magnet? Nein, natürlich nicht. Aber das geht nicht, oder? Mit Bomben. Nee. Jetzt muss ich das auch noch wegbringen. Da mache ich wieder eine Waffe kaputt. Ganz toll. So. Okay, das Teil ist weg. So, der ist auch weg. Sehr gut. Dann schauen wir mal, was wir hier jetzt noch alles... Ob wir hier noch irgendwas mitnehmen können. Was ist das? Was ist da drinnen?
Da ist doch irgendwas mega cooles drin. Luft. Luft ist was mega cooles. Das ist richtig. Luft ist natürlich mega cool, weil ohne Luft atmen wird ein bisschen schwierig. Oh, geil. Jetzt habe ich endlich was Gescheites. Ah, ein paar Früchte. Sehr schön. Okay. Hoch da. Und dann kann man die Kugel hier... Flupp. Schon mal reinsetzen. Das ist jetzt schon mal cool. Kann ich dir irgendwie einen Headshot verpassen? Ich muss nämlich was essen. Yeah, Headshot. Weil... Essen. Ich brauche wieder ein bisschen... Ich brauche ein bisschen Ausdauer, ein bisschen Energie jetzt mal. So, ein paar Spurtlinge noch. Sehr gut. Dann würde ich jetzt mal meinen, bringen wir mal die Kugel zu dem Teil drüben hin. Lass mich in Ruhe. Lass mich alle in Ruhe. Ich will doch nur das Teil hier wegbringen. Nein! Nein, hau nicht ab. Ich kann mich doch ändern. Ja, das sagen sie alle. Erstmal hier die Markierung wieder wegmachen, damit ich mich nicht selbst verwirre. Hier lag doch was. Ne? Hat nur so ausgeschaut. Okay. Karte, ich laufe definitiv in die richtige Richtung. Einfach da lang. Okay, passt schon. Hey! Du hör auf. Ablegen. Sag mal. Damit du kurz down bist, dass du mir nicht auf den Sack gehst. Kugelchen, bleib da. Ich kann mich ändern. Ich werd's nur nicht, aber ich kann. Kann ich hier noch ein bisschen was angrillen bei dem Feuer. Das ist sehr gut. Da kann ich mal ein bisschen was verbessern. Können wir uns da mal kurz Fleisch holen? Zack, Mann! Ubosas Zorn ist bereit, entfesselt zu werden. Das ist geil, dass Ubosas Zorn bereit ist. Weil Ubosas Zorn, denke ich mal, hilft mir auf dieser Insel sehr, sehr stark. Aber wir haben sie ja schon zum größten Teil. So, bist du eigentlich magnetisch? Nee. Wie soll ich denn die Kugel darüber bekommen? Gibt's hier irgendwo ein Floß? Nee. Wie bekomme ich denn die darüber? Das ist jetzt eine ziemlich gute... Oh, da ist eine Kiste. Das ist eine ziemlich gute Frage. Wie bekomme ich das darüber? Fortfahren. Wohin gehst du? Kehre zu uns zurück, wenn du mit der Prüfung fortfahren möchtest. Ja, ich habe gemeint, dass ich mir die Kiste nehmen darf. Es tut mir leid. Brauchst mich nicht gleich so anschreien. So, ich will jetzt mal was versuchen. Vielleicht klappt es ja auf die Art. Zack! Zack! Lieg nicht zu weit! Wow! Viel zu weit! Fortfahren. Ja, und wenn ich jetzt da zurückgehe, wo ist jetzt dann die Kugel?
Das ist halt jetzt die Frage. Wo ist jetzt die Kugel? Weg. Ist die jetzt immer noch da hinten? Ja, die ist immer noch da hinten. Unschaffbar. Jetzt ist es unschaffbar. Schön. Jetzt darf ich die ganze Prüfung nochmal neu machen, oder was? Ja. Okay. Würde ich mal sagen, gut durchdacht. Ich darf die komplette Prüfung nochmal neu machen. Ich weiß auch, wie ich das darüber bekomme. Ich kann da Wasser gefrieren lassen, ich Depp. Aber, ja. Ich würde mal sagen, Revalis Sturm ist bereit. Die Prüfung dürfen wir nochmal neu machen. Ganz toll. Ganz toll. Er besucht die Insel erneut, wenn du deine Meinung änderst. Ja, ganz toll. Wenn du mir nicht die Möglichkeit gibst, mit der Prüfung weiterzumachen, dann kann ich auch nicht weitermachen, ne? Ey, sowas ist doch scheiße. Der gibt mir nicht mal die Möglichkeit, dass ich die Prüfung da jetzt noch weitergemacht hätte, weil es ging nicht mehr. Weil dafür war die Kugel zu weit weg. Ganz toll. Das ist richtig gut durchdacht. Jetzt fliegen wir mal hin. Ich würde sagen, ich mache dann offscreen nochmal nach, was ich bis jetzt alles gemacht habe. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal dort wieder, wenn wir die Kugel rüberbringen wollen. Erstmal ein bisschen umfliegen. Nur fliegen ist schöner. Yay! Ja, zum Glück habe ich ja genug Ausdauer. Das regt mich jetzt auf. Klar war es in dem Sinne mein Fehler, aber ich musste das halt ausprobieren. Weil mir gerade zu dem Zeitpunkt nichts anderes eingefallen ist. Aber das ist scheiße. Sowas ist scheiße. So, ganz vorsichtig. Ganz schön, sie werfen mit Steinen nach mir. So. Zack, Mann! Aua! So. Oh, jetzt muss ich mir... Oh, ich muss mir das ganze Zeug wieder anhören. Und ich kann es nicht überspringen. Oh, Leute. Ja, ja, ist gut, komm. Ja, stell dich hier, Prüfung mit Kraft, die ruht in dir, weißt? Gut. Krasser... Ja, oh, quatsch mich nicht voll. Lass mich deine verbackte Prüfung abschließen. Alter. So. Kurz alles mitnehmen. Geil. Hier, Kiste. Die habe ich, glaube ich, beim letzten Mal übersehen. Ja, aber, nee, Reiseschwert, geil. So. Okay, dann würde ich mal sagen, ich mache das jetzt, das Ganze jetzt mal offscreen. Und, dann sehen wir uns beim nächsten Mal hier an Ort und Stelle wieder. Also gut, Leute, das war dann Let's Play, der Legend of Zelda Breath of the Wild für heute. Ich danke euch fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Ciao.